Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App. Ich glaube, die gibt es auch bestimmt für iOS. Die Rede ist von C25K oder C25K. 5K Running Trainer gibt es auch für Wear OS, eine Companion App. Aktuelle Versionsnummer 144.5, erforderliche Betriebssystemversion Android 6.0 oder höher, 3,39 € bis 64,99 € pro Artikel sind die In-App-Käufe und bei 54.160 Gesamtbewertung eine Durchschnitts-Sternebewertung von 3,8 von 5 Sternen. Die App ist ein laufendes Programm, was weiß ich denn. Trainieren Sie nach die App ist dafür gedacht, ich lese die Beschreibung nicht vor, die ist furchtbar, innerhalb von 8 Wochen einen 5-Kilometer-Lauf hinzukriegen. Und das Ganze macht die ziemlich gut. 30 Minuten pro Tag, 3 Tage die Woche, 8 Wochen im Gesamten. Und das soll einen dazu bringen, dann das zu machen. Ich hatte damit, anders. Inzwischen habe ich keine Probleme mehr damit, 5 Kilometer zu laufen. Als ich aber am Anfang stand, im Mai oder Juni diesen Jahres, habe ich angefangen mit Joggen. Nach langer Pause. Da hatte ich diese tatsächliche genutzt, C25K. Und ein paar Tage genutzt und gedacht, hey, das gefällt mir, das ist wirklich gut. Und dann habe ich allerdings gesehen, dass es genauso ein Trainingsprogramm auch in Samsung Health integriert gibt. Und dann stand ich vor dem Problem oder vor der Lösung, die ich neulich auch schon gesagt habe, mit den Kalorientrackern. Da ich eh eine Samsung-Uhr habe und Samsung Health eigentlich für alles nutze momentan, ja, habe ich dann halt auch das Trainingsprogramm in Samsung Health genutzt. Ganz davon abgesehen, dass man da kein Abo abschließen muss, muss man für die Basisversion hier bei C25K auch nicht. Ich glaube allerdings, die In-App-Käufe sind tatsächlich ein Abo, man kann das auch try it for free machen und aber wenn ihr dann bezahlt, dann gibt es irgendwie auch noch Musik und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich auch einfach eure eigene Musik abspielen, lokal oder über Spotify oder was auch immer. Wenn ihr so eine App sucht, für euren 5-Kilometer-Lauf trainieren wollt, dann kann man mal einen Blick auf C25K werfen. Wenn ihr aber zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, eine Samsung-Uhr habt und Samsung Health nutzt, unter Fitness findet ihr auch Trainingsprogramme, die im Prinzip genau dasselbe ermöglichen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.